Und weiter geht's. Ich höre noch Herzklopfen von der letzten Partie, ey. Oh mein Gott, schaut euch diesen Hintergrund an. Boah, es ist so geil. Es ist einfach so unfassbar schön. Ma. Ila naya, Ila. Na, Tama, Mabadi, here. Ich weiß nicht, aber irgendwie gefällt mir die Stelle nicht. Wir haben irgendwie gerade so eine Meinungsverschiedenheit, die beiden. Das gefällt mir nicht so ganz. Was ist das? Das sieht seltsam aus. Sind die versteinert oder was ist hier los? Kann ich da hoch? Oh Gott. Hat die uns jetzt in diesen Spinnenbau geführt oder was? Kann ich zurück? Nein, ich kann nicht zurück. Oh nein. Also ich nehme mal stark an, dass das passieren muss, aber... Was zum... Was sind wir... Oh nein. Scheiße. Was passiert mit uns? Gott, ist das ekelhaft. Boah. Nein, glaub mir, die willst du nicht als Freundin. Hättest du mal auf deinen kleinen Bruder gehört, ha? Ah, okay. Schaukeln wir mal eine Runde. Komm schon. Oh Gott. Oh mein Gott. Okay, ich muss sie zweimal anstoßen. Uff. Oh Gott. Nein, friss mich nicht, friss mich nicht, friss mich nicht. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Ach nee, ich brauch sie sogar nur einmal, wenn ich genug Schwung habe. Komm schon. Komm schon. Oh, das sieht so ekelhaft aus. Das sieht so ekelhaft aus. Ich hasse Spinnen. Ich hasse Spinnen so sehr. Glaub mir, wenn bei mir im Zimmer eine Spinne auch nur einen Meter zu nah an mein Bett kommt, sie ist des Todes. Ohne Witz. Ich habe an sich nichts gegen Spinnen in meinem Zimmer, wenn sie klein sind. Und wenn sie nicht in meine Nähe kommen, dann ist mir das egal. Aber... Wisst ihr, sobald die was größer werden, ist mir das echt unheimlich. Und die hier hat ja nun wirklich eine Größe, die... Boah, ist das eklig. Oh, mein Magen, ey. Ich hätte wirklich nichts essen dürfen. Hey, ich sehe die nicht. Wo ist sie? Ach, scheiße. Hängt immer noch in diesen komischen Ball fest. Okay, das war's. Oh mein Gott! Oh Gott, nein! Oh.
Oh Gott, sag nicht, der Vater hat das mitbekommen. Wadi. Tarina. Oh nein. Oh Scheiße. Also ich kann mir vorstellen, dass der Vater das irgendwie gespürt hat. Dass jetzt einem seiner Söhne irgendwas passiert ist. Oh Gott. Hä? Ach nee, hier muss ich weiter. Ne? Oh! Oh Gott. Hey. Das ist doch der Baum. Ja, ich glaube, das ist der Baum. Hä? Ist das ein Fehler oder so? Ich glaube, das ist irgendein Bildfehler gerade. Oh Gott, das sieht böse aus. Ich hoffe, der Bildfehler ist gleich weg. Weil irgendwie, finde ich, stört das so ein bisschen. Da stehen irgendwelche komischen Dinger rum. Das sieht echt irgendwie ein bisschen nervig aus. Okay, wie gesagt, ich hoffe, das ist gleich weg. Gut, dann gehen wir mal kurz alleine da hoch. Oh, ich habe eine böse Vorahnung. Ich habe eine ganz böse Vorahnung. Aber das können die eigentlich nicht tun. Nein, 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 nein. Jetzt klopft. Scheiße. Oh Mann, warum ist das passiert? Das ist doch doof. Die Dinger scheinen aber nicht wegzugehen. Schade. Ich hoffe, die stören die Atmosphäre gleich nicht zu sehr. Okay. Ach so. Ah, okay, ich muss hier hoch. Oh, ein Vogelnest. Aber ohne Vogel. Da ist es.
Okay, wir haben das Wasser. Und eine Rutsche. Oh Gott, oh Gott. Ach, das sah gerade mega steil aus. Geschafft. Ah, okay, die komischen Dinger sind weg. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Gott, nein. Oh, das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Was ist das? Oh Gott, ich heule gleich. Scheiße. Das war gemein. Oh. Oh Gott. Ich bin gerade total sprachlos. Das können die doch nicht machen. Oh nein, ich wollte jetzt, dass ich... Nein. Oh Gott, muss ich den jetzt beerdigen, euer Ernst? Oh Gott. Oh Scheiße, ich heule wirklich gerade. Mann. Wie gemein ist das denn? Warum? Warum machen die sowas? Das sind doch Brüder. Oh Gott. Oh, Heilige. Das ist doch nicht wahr. Oh, jetzt soll ich ihn auch. Oh, Scheiße. Soll ich den auch noch? Gott. Oh, ich wusste ja, dass das Spiel traurig ist, aber nicht, dass es so traurig ist. Ei, Scheiße.
Boah, das ist so fies. Also ich weiß nicht, wer von euch Geschwister hat. Aber ich glaube, diejenigen, die Geschwister haben, denen geht das nochmal richtig zu Herzen. Ich könnte niemals meinen Bruder beerdigen. Wer denn jetzt hier? War der nicht tot? Oh Gott. Das war ein anderer. Vielleicht der, dem das Nest da oben gehörte. Ja, jetzt fliegen wir noch mal über alles hinweg. Alles, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Ich habe noch überlegt, ob ich das mit Facecam aufnehmen soll. Gut, dass ich es nicht gemacht habe. Scheiße. Er hat uns unser Bruder so oft das Leben gerettet. Und wir konnten seins nicht retten. Aber jetzt will ich wenigstens auch den Vater retten können. Wenn wir den jetzt auch noch verlieren, dann hasse ich dieses Spiel. Er hat uns nach Hause gebracht. Wow. Das ist ein sehr schönes Tier. Okay, wir müssen dahin. Wenigstens noch unseren Vater retten. Ich habe schon den Bruder nicht retten können. Ah, jetzt ist... Die rechte Aktionstaste. Natürlich erstmal für nichts mehr zu gebrauchen, leider. Oh Gott, ist das seltsam. Jetzt auf einmal nur noch mit einem hier durchzulaufen. Boah. Ich habe mir tatsächlich... auch schon mal Gedanken darüber gemacht. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung, wie ich auf solche Gedanken komme, aber ich habe mir tatsächlich auch schon manchmal Gedanken gemacht, wie es für mich sein würde, wenn ich meinen Bruder tatsächlich verlieren würde. Wenn jetzt durch einen Unfall oder sowas. Und wirklich, allein jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, dann breche ich schon in Tränen aus. Ich glaube, wenn ich meinen Bruder verlieren würde, dann würde das mein gesamtes... das würde mich komplett zerstören. Eine. Gott. Ich kann ja jetzt bei dem Spiel gar nicht drüber reden, um anzufangen zu heulen. Nur ein Geschwister. Ein Geschwisterteil ist einfach der wichtigste, eine der wichtigsten Personen in eurem Leben. Oh, ich wusste, dass sowas kommt. Oh, das war doch so klar. Komm, jetzt nicht aufgeben. Nein, 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 nein. Wir schaffen das. Wir schaffen das gemeinsam.
Glaub mir, sie ist bei dir. Und dein Bruder auch. Du schaffst es. Jawohl. Komm schon. Wir machen das. Wo hört ihr dieses... diesen Pulsschlag? Jedes Mal, wenn da so ein Schlag kommt, dann vibriert mein Controller. Aber er geht nicht weiter. Kannst du nicht? Willst du nicht? Ich weiß nicht. Oh Gott. Boah, wisst ihr, was ich gerade gemacht habe? Das muss ich jetzt ganz kurz... Ich habe die Aktionstaste des Bruders gedrückt. Ich habe die Aktionstaste des Bruders gedrückt und dann schafft er das. Als wenn sein Bruder ihm hier jetzt durchhilft. Als wenn er immer noch da wäre, um ihm zu helfen. Gott. Das ist hart. Das ist richtig hart. Boah, dieses Spiel macht mich total fertig gerade. Mein Gott. Also das ist wirklich mit Abstand das heftigste und emotionalste Spiel, das ich jemals gespielt habe. Das hat mich noch nie ein Spiel so berührt, ehrlich. Ach, auch wieder so eine Stelle. Wartet. Ja, die Aktionstaste vom Bruder wieder. Diese Stimme von dem Bruder dann auch immer noch im Hintergrund. Das ist so gemein. Das ist so gemein. Aber er hilft ihm, er ist bei ihm. Komm schon. Ne? Oh mein Gott, es ist so. Es ist so scheiße. Ja. Hey. Ati, Ati, Daba. Abi. Wir haben es geschafft. Wir haben zumindest den Vater gerettet. Und er ist einfach nur fertig. So wie ich. Oh Gott. Okay, ich glaube, es geht wieder. Oh, scheiße. Oh, ohne Witz, als ich am Anfang gesagt habe, dass ich dieses Let's Play meinem Bruder widmen möchte, hätte ich niemals gedacht, dass es so ein Ende nehmen würde. Dass es so extrem emotional werden würde. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich werde auf keinen Fall irgendwas zurücknehmen, ganz im Gegenteil. Das ist noch ein Grund mehr, um es dir zu widmen, Krümel. Und vor allem hoffe ich sehr, dass du dir das auch bis zum Ende angeschaut hast. Ansonsten muss ich dir das Video einfach mal schicken. Irgendwann. Weil das musst du einfach sehen. Ich bin dafür. Geschwisterliebe ist einzigartig. Ach, jetzt sind da zwei Gräber.
Wow. Ja, das war's. Ich habe keine Ahnung, ob man mich jetzt noch wirklich versteht, weil die Melodie relativ laut ist, aber... Also normalerweise hinterlässt jedes Spiel, was man beendet, so ein gewisses leeres Gefühl in einem. Einfach weil man es beendet hat. Aber das hier, das ist nochmal was ganz anderes. Das ist eine ganz andere Liga. Und es gab noch kein... Das ist wirklich... Ich habe noch nie das gefühlt, was ich bei diesem Spiel gefühlt habe. Das ist der absolute Wahnsinn. Und gerade... Wisst ihr, also mir ist gerade aufgefallen, die beiden Gräber, die da waren, sind beide eigentlich leer. Weil beide Personen, die gestorben sind, nicht da beerdigt werden konnten. Wobei die Mutter... Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Mutter ist jetzt mehr oder weniger der Geist des Meeres. Und der große Bruder, der ist jetzt unter dem Baum beerdigt und ja, wird quasi vielleicht irgendwann zur Seele des Baums. Oder ernährt den Baum. Aber das ist echt... Puh. Ich muss das hier mal kurz beenden. Ich die Musik so scheiße finde, fange ich gleich wieder an zu heulen hier, ey. Wow. Ja, wobei, das ist auch nicht viel besser. Gut, damit habe ich das Spiel jetzt also durch. Boah, also das Ende war echt richtig hart. Ich fände es interessant, wenn man das Spiel durch hätte, dass dann da tatsächlich jetzt beim Vorspann auch zwei Gräber stehen würden, aber das tun sie nicht. Ja, ein Fazit. Ich weiß, ich bin sprachlos teilweise, ehrlich. Als ich das Spiel begonnen habe, dachte ich mir, es ist einfach eine wunderschöne Story. Eine sehr ergreifende, sehr emotionale Story. Und ein wunderschön gestaltetes Spiel. Die Grafik ist der absolute Hammer. Die Atmosphäre ist was, was ich noch niemals in einem Spiel mitbekommen habe. Und das war am Anfang so das, was dieses Spiel für mich besonders gemacht hat. Jetzt zum Schluss, wo ich das Ende mitbekommen habe, hat das nochmal eine ganz andere Dimension angenommen für mich. Denn, wie schon gesagt, wer Geschwister hat, wird das verstehen. Denn... Ich glaube, ich muss das irgendwann noch mal in einem Vlog ansprechen, denn jetzt kann ich da nicht drüber reden, ohne wieder direkt in Tränen auszubrechen. Und das wäre irgendwie ein bisschen peinlich. Also... Auf jeden Fall. Ich muss mal eben die Kopfhörer ausziehen. Ihr hört die Musik weiterhin, ich aber nicht, weil das ist mit ein Grund, warum ich ständig anfange zu heulen, weil ich diese blöde Musik die ganze Zeit höre. Am Anfang, ich habe es ja schon mal erwähnt, am Anfang, als ich gesagt habe, ich möchte dieses Spiel meinem Bruder widmen, habe ich eigentlich mehr an meine Geschichte gedacht und nicht daran, dass es wirklich so furchtbar emotional wird und man dann am Ende darüber nachdenkt, wie es sein würde, wenn man seinen Bruder tatsächlich verlieren würde. Wie gesagt, ich habe schon tatsächlich hin und wieder darüber nachgedacht und jedes Mal, obwohl ich wusste, dass ich ihn nicht verloren habe, dass er immer noch da ist, hat es mir echt das Herz zerrissen und ich glaube, ich wäre wirklich bei weitem nicht mehr dieselbe, wenn mein Bruder nicht mehr da wäre. Ja. Wie gesagt, das Spiel sei dir gewidmet, Krümel. Und ich würde sagen, ich habe damit so ein kleines bisschen zum Ausdruck gebracht, wie viel du mir bedeutest. Ja. An alle anderen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe das
bewusst blind gespielt jetzt den Schluss, weil ich auch einfach ein bisschen, also ich wollte nicht, dass ich das gesamte Spiel schon kenne. So, ne? Irgendwie, also mein Freund hatte mir gesagt, dass da noch ein ordentlicher Twist kommen wird. Auch einer, mit dem man absolut nicht gerechnet hat. Und deswegen dachte ich mir, deswegen habe ich A, darüber nachgedacht, ob ich eine Facecam benutze. Und B, habe ich dann gesagt, ich möchte wenigstens das Ende nicht, also blind spielen, weil ich mir denke, gerade diesen Twist, den würde ich ganz gerne dann in einem Let's Play so einmalig rüberbringen, wenn das möglich ist. Und ich glaube, das hat funktioniert. Wenn auch nicht unbedingt so, wie ich mir das Ganze vorgestellt habe. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und einigermaßen unterhalten. Und falls ihr selber auch Geschwister habt, schreibt mir das bitte mal unten in die Kommentare. Und mich würde mal interessieren, ob ihr auch schon mal darüber nachgedacht habt. Ob ihr auch schon mal euch Gedanken darüber gemacht habt, was sein würde, wenn es euer Geschwisterteil gar nicht geben würde. Oder gar nicht mehr geben würde auf einmal. Denn ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich bin so die Einzige, die sich darüber jemals Gedanken gemacht hat, obwohl es eigentlich überhaupt nicht notwendig ist, weil er ja noch da ist. Ne? So. Gut, jetzt ist genug gelabert. Lasst mir ruhig ein Däumchen nach oben da, würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten schreibt mir gerne, wie euch das Spiel gefallen hat. Und es ist auf jeden Fall eine Spielempfehlung an jeden, der Indie-Games mag. Es wird auch auf jeden Fall nicht das letzte Indie-Game gewesen sein, das ich auf meinem Kanal spiele, denn ich habe wirklich jetzt mittlerweile einen großen Gefallen an diesen Spielen gefunden. Und ja, wie gesagt, ein Tribut an die Geschwisterliebe. Ich hab dich lieb, Krübel. Ciao!